Ja, hallo, hier ist mal wieder der Markus Paul. Ich habe jetzt ein kleines Radioteleskop gebaut für die Milchstraße. Die Milchstraße strahlt auf 1420 Megahertz. Das Elektron, das um den Atomkern kreist, kippt der Spin, also von Nord auf Süd, und wird auf 1024 Megahertz energiefrei. Ich zeige mal gerade die Schüssel, das ist eine 80er Offset-Antenne. Den LNB habe ich abgemacht und habe eine Bi-Quad-Antenne gebogen, die kann man hier sehen. Also Lambda halber auf 1024 MHz. Dahinter ist ein Reflektor nochmal, das heißt, die Radiostrahlung vom Himmel kommt auf die konkave Schüssel, wird gebündelt zu der Antenne, und hinten dran ist nochmal ein Reflektor, der die Radiostrahlung wieder zurück auf die Antenne reflektiert. Genau. Ja, angeschlossen habe ich ein LNA, LNA for All, ein günstiger Verstärker, 20 Dezibel, und von dort aus geht es weiter zu einem DVB-T-Stick, die günstigen. Und darüber von dem Stick über USB-Kabel zu dem Programm SDR Sharp, das einfache. Genau. Der Verstärker, der LNA, muss eingespeist werden, läuft hier auch über die Autobatterie auf 7 Volt gewandelt. Und wird hier eingespeist, mit Strom versorgt. Kann man sehr gut erkennen, dass der auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, wenn ich den jetzt hier rausnehme, also den Strom wegnehme, sieht man, wie der Pegel runtergeht. Schließe ich wieder an. Das Ganze wieder nach oben. Genau. Ich habe die Milchstraße eingestellt. Es könnte sein, dass ich die Wasserstofflinie habe. Die Wasserstofflinie ist kein abgegrenztes, schmalbandiges Peak, sondern ungefähr auf 200 bis 300 Kilohertz Breite wäre der Bereich hier dann auch im Bereich Frequenz 1420 MHz eingestellt, und habe so eine Erhöhung von, ja, jetzt hier 2 Dezibel ungefähr. Ich werde weiter testen und berichten, ob das die Wasserstofflinie hier ist. Tschüss!